Ich habe jetzt die Kuhscheiße auf dem Reifen. Alter, super. Jetzt ist der Schlamm ab, aber wir haben Kuhscheiße auf den Rädern, ne? Das ist auch Friesland. Ist auch etwas sehr Interessantes hier in der Gegend. Wie man sieht, hier in der Richtung ist nichts. Und in der anderen Richtung ist auch nichts. Aber für das bisschen nichts, was hier ist, ne, da muss man auch mal ganz typisches friesisches Postamt hier. Scheiße! Was? Drehen hinten durch! Moin, und ich habe hinten im Auto zwei Fahrräder. Einmal das Simplon Repcon P-Max und einmal habe ich ein D-Lite Mountain. Das D-Lite Mountain, das habe ich frisch geliefert bekommen. Das muss ich jetzt einmal entmontieren. Ja, dann wollen wir mal ausprobieren, ob das D-Lite Mountain im norddeutschen Raum überhaupt Sinn macht. Also wir werden übers platte Land mit einem vollgefederten E-Mountainbike fahren. Ja, auch Dieter ist mit dabei. Dieter steht der Sache sehr zweifelhaft gegenüber. Der sitzt zwar noch nicht neben mir, aber der wird heute noch dazukommen. Ich fahre jetzt einfach mal los. Oh, da kommt schon der Dieter. Moin. Hier ist das Riesenmüller D-Lite Mountain. Da ist noch etwas mehr dran zu tun, Fahrwerk einstellen. Es gibt ja schon ein Video, wo wir das Fahrwerk einstellen. Es gibt auch ein Video, wo wir das D-Lite vorstellen, also ein normales D-Lite, kein D-Lite Mountain. Und dann gibt es noch ein Video, wo wir ein Super D-Lite entmontieren. Haben wir alles schon oft genug gesehen, glaube ich. Jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller. Jo. Ja, wir haben immer noch 2021. Herr Nils schraubt immer noch, wie besessen, kann man fast sagen, hier an der Verkabelung rum. So, wie lange brauchst du jetzt noch? Komm. Ja, ich bin da. An mir liegt das nicht. Nee. Du hast gerade eben da gesessen mit deinem Handy. Ich habe keine Nachrichten geguckt. Ich habe geguckt, wie es Wetter wird. Weil wir nämlich hier noch eine große Fahrradtour vorhaben mit den Rädern. Und ich wollte einfach mal gucken, muss ich jetzt noch eine Regenjacke mitnehmen oder nicht. Auf jeden Fall, ich habe teures Equipment dabei, das muss ja trocken bleiben. Und da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken. Ja, so bin ich. Da sind wieder die Ausreden, ne? Ja. Aber ich könnte jetzt auch 2 Stunden Mittagspause machen. Was hältst du davon? Glaubst du, schaffst das? Okay, mach 2,5, komm. Will ich so nicht so hetzen. Dann mach mal hier, langsam überspannst du den Bogen. Langsam überspannst du den Bogen. Flipp ich hier mal so richtig aus. Bei mir hätten. Ja, dann ist gut. Also, ich frage jetzt nochmal. Also, das Problem ist, was wir jetzt gerade hatten hier, ist nämlich da, diese Sattelstütze. Der Herr Nils sagt immer zu mir, das ist eine mega geile Sattelstütze. Das ist sie ja auch, wie ich das gehört habe. Aber jetzt darfst du mal hier richtig ranken. Komm. Richtig ranken? Ja, richtig ranken. Was ist denn das Problem mit der Sattelstütze? Das Problem mit der Sattelstütze ist einfach, also ich weiß ja nicht, wer wirklich die Schuld hat. Ich hätte gesagt, der Hersteller. Die Sattelstütze wird mit einem Bautenzug gesteuert. Das ist die Fernbedienung so gesehen. Das Problem ist aber, dass die Sattelstütze einfach so ins Rohr reingedrückt wird. Und hier ist der Bautenzug, damit er nicht gegen den Dämpfer kommt, mit Kabelbindern gesichert. Das heißt, wenn ich den Sattel hier reinstecke, beziehungsweise die Sattelstütze, dann geht der Bautenzug nicht mit. Der verknickt sich im Sattelrohr. Ja, und dann funktioniert hier gar nichts. Dann kann man erstmal den Sattel abbauen, beziehungsweise die Sattelstütze abbauen. Am besten den Bautenzug austauschen, weil er so verknickt und verknaddelt ist. Und dann kann man irgendwann, wenn es denn so halbwegs gut ist, kann man das alles wieder zusammenbauen. Dann muss man hier erstmal wieder alles aufsortieren, weil hier sind 23 Schalter für Licht, Bedieneinheit fürs Display und so weiter. Dann wird das irgendwann zu einem richtig, richtig geilen Fahrrad. Also ich muss jetzt aber sagen, auch in meinem Interesse ist es hier, schöne Grüße an Riese und Müller, da müsst ihr bei der Endmontage mal ein bisschen besser aufpassen. Das ist nicht in Ordnung. Ich kriege das alles ab hier. Das ist auch nicht schön. Stimmt, Dieter kriegt das alles ab. Fährt auch ohne E. Aber mir ist das Rad zu klein. Ich glaube, du musst das fahren, die Testfahrt. So. Dreh hier. Du wolltest mir, da weiß ja keiner, was vorher passiert ist. Ich habe nur gesagt, dass du... Du wolltest mir erzählen, dass ich mit dem Tinker fahre, damit du nicht der Einzige bist auf dem Radweg mit so einem Mini-Fahrrad. Na. Das war doch deine größte Das Sorge. Mini-Fahrrad ist eines der coolsten Räder überhaupt. Das ist nämlich ein Brompton. Ich kann ja nichts dafür, dass du noch kein Hogendorn-Bike hast. Ja.
kriege auch kein gutes Angebot hier. Alle Räder, für die ich mich interessiere, die sind bis jetzt alle verkauft worden immer dann. Das ist mir aber auch ein bisschen eng. Was ist das für eine Rahmengröße? Das ist 51. Ja, was sagt der Meister? Ja, letztens kam ja schon einmal die Frage, Rahmengröße. Welche Rahmengröße brauche ich eigentlich? Oder wie groß ist euer Testfahrer? Weil ich möchte das gleiche Rad haben und ich habe gesehen, das passt wohl oder passt nicht so ganz. Und das hier ist Rahmengröße 51 oder 49, irgendwie so in dem Bereich. Und ich kann da zwar drauf fahren, es geht auch, ist mir aber eine Nummer zu klein. Ich würde jetzt das größere nehmen und ich bin circa 1,90 Meter groß. Oder was eine Möglichkeit wäre, eine längere Dropper Post zu verbauen, weil das Repcon, was da vorne steht, hat letztlich auch nur in der XL-Variante eine Rahmengröße von 49 cm oder auch 51, irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall. Wollen wir uns jetzt nicht genau auf 2 cm festlegen. Da ist allerdings eine Dropper Post drin, die einen deutlich größeren Hub hat. Die hat irgendwie 140 mm, habe ich gerade gemessen. Und diese hier nur 100. Und mit einer 140er würde dieses Rad zu mir passen. Dann kommt aber der nächste Punkt, wo ich sage, da muss man auch noch wieder drauf achten. Das ist nämlich die Länge von diesem Fahrrad. Und dieses Rad ist eigentlich ein Ticken zu kurz für mich. Aber trotzdem gehen wir damit auf Probefahrt. Weil das Wetter ist halbwegs gut. Halbwegs gut, sagt er. Ach, guck mal, da ein bisschen blau da hinten haben wir ja. Ja, das ist hier so in Norddeutschland. Optimist, ja, genau. Wir sind ja in Norddeutschland und mein Gott, alles was kein Regen ist, ist gutes Wetter. Ja, das stimmt. Okay, auf geht's. So, jetzt kommt Dieter. Was, Hundescheiße? Scheiße! Jawohl! Man braucht ja auch mal ein Erfolgserlebnis, ne? Das ist auch Friesland. Ah ja. Jetzt sag nicht. Oh! Das ist ja schön. Doch, Nils. Und jetzt die Fahrräder darüber? Ja, müssen wir durch. Nee, ohne mich. Wie? Meinst du, kommen hinter dir her? Ja, ich höre da immer so schlimme Sachen aus Österreich. Also, das Ganze hier mal eben auch dem Zuschauer hier. Das sind gefährliche wilde Tiere, Alter. Wo willst du da langfahren? Ich bin dafür, dass wir den Weg wieder zurückfahren. Das ist doch, wie würdest du das Ding da rüber kriegen, sag mal? Also wir müssen dieses kleine Stück eben über die Wiese und dann, also ich würde jetzt das Heckdamm hier aufmachen, eben einmal den Strom abnehmen. Ja. Dann mache ich das ganz vorschriftsmäßig alles wieder zu. Ja. Das ist ein Video für die Weihnachtsfeier. Das darf niemals an die Öffentlichkeit. Komm, alter Mann, nimm mal das Rad wieder. Komm, wir fahren es hier. Nein, nix da. Was machst du denn jetzt? Du willst ja jetzt nicht wirklich da durchfahren. Ne? Bist du ja schon mal durchgefahren? Ja, klar. Ja, okay, dann mach. Oh. Ah, die ersten Kühe gucken schon. Ich brech zusammen. Wir machen das wirklich. Wie erlebst du sowas? Boah, alles von der Kuhscheiße. Das wird ja alles schon seine Richtigkeit haben, ne? Ich möchte auf jeden Fall. Boah, überall Kuhkacke. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich jetzt umdrehe, ist der wieder auf der anderen Seite des Zaunes. Da ist Nils und ich habe jetzt die Kuhscheiße auf dem Reifen. Alter, super. Jetzt ist der Schlamm ab, aber wir haben Kuhscheiße auf den Rädern, ne? Ja, du musst auch gucken, wo du lang fährst. Ja, du, ach, doch, guck mal da, hier, du Weltmeister. Ah. Ja, und wie machst du das jetzt hier auf? Wieso? Auch so ein Haken.
Boah, Alter, bin ich jetzt... Sieht nicht so aus, als wenn die Milch geben. Das ist nämlich der Unterschied. Du bist ja schlau.